ich habe einen sehr guten Eindruck vom Bischof. Ja, macht einen sympathischen Eindruck. So, was ich gesehen habe im Internet oder nach Bildern, was ich gelesen habe. Gibt es Erwartungen? Ja, ein bisschen frischer Wind im Bistum einfach. Ich freue mich auf den neuen Bischof, weil ich von der DPSG komme und ich mich freue, dass der Bischof endlich mal was damit anfangen kann. Ja, wir sind gespannt auf den neuen Bischof. Gesehen selber habe ich noch nicht, wurde natürlich vorgestellt in den Gemeinden. Es wurde viel berichtet über ihn, seine ganze Biografie. Gesehen, wie gesagt, noch nicht. Wir sind gespannt heute auf die Einführung, haben viele Erwartungen, viele Wünsche natürlich, aber sind genau wie er offen für seine neue Arbeit und sind gespannt, was kommt. Einen sehr guten Eindruck. Ja. Ja, auch ein Bild. Ja. Was viel gehört von ihm, viel Gutes. Mhm. Dass er sehr auf die Menschen zugeht, volksnah ist. Und das wird für die Diaspora sehr gut sein. Mhm. Und wichtig. Sie freuen sich? Ja, wir freuen uns. Wir freuen uns. Ja, ich habe nicht viel gesehen vom Bischof, er ist gerade reingegangen. Aber wir freuen uns, dass wir natürlich nach so einer langen Zeit jetzt einen neuen Bischof haben. Gibt es Erwartungen? Eigentlich habe ich erstmal keine Erwartungen. Die Frage ist, wie weit er natürlich das Erbe von Joachim Wanke fortsetzen kann und dann neue Akzente setzt. Das muss man sehen, wir kennen ihn ja noch nicht.